Ik heet jullie vandaag sowieso alle welkom hier. En ja, het is hier al gezegd werd dat vandaag een knakzoet en zingen vast weer. Hondur een chuf, weer een chuf mensen top je kom en hondur een goede tijd op je hoort. En nu hebben we vandaag sowieso aan zien een beetje een klos vervieren. En mijn Timara, mijn tags voor onze klos als. Ik wil zeggen, mijn thema van onze klas is Gemeinschaft brengt Frucht. So, we waren later nog graag klaar merken wat dat alles meint, maar dat is waar we ons wel op focussen, waar we ons wel van daar op checken. Gemeinschaft brengt Frucht. Wenn wir van daar kijken dan, in de Bibel, dan zien we dat God immer war er, der hat ein Verlangen, Gemeinschaft zu haben mit Menschen. Dort wir sehen Ziel für können sein, auch für ein Deutschland gewesen. Dort wir sehen Ziel, dass er will haben, dass er will mit den Menschen Gemeinschaft haben. Und bloß das schien sich immer so, dass die Menschen wollen das nicht. Er hat die Gemeinschaft mit den Menschen im Garten Eden. Aber dann, als die Menschen ihr Sinn deuten, dann fällt die Gemeinschaft auf und der Brück alle zwei. Und dann wieder nicht mehr eine Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott. Die Gemeinschaft, die wir oft gebrauchen und die wir nicht mehr tun. Dadurch muss Jesus kommen, unsere Sinnen betonen, unsere Sünden betonen und dort wir können unsere Sinnen Vergebung kriegen und frisch diese Gemeinschaft frei abbiegen. Da wird in Gordon einen verloren wir. Von der, weil wir uns Johannes Kapitel 15, Vers 1 betrachten. Und das ist ein sehr bekanntes Kapitel, was sehr bekannt wird sein, aber wir wollen sein, was wir von der, das ist Klaus, die das eng von das lernen kann. Das Johannes Kapitel 15, das ist nicht bloß Johannes Kapitel 15, Johannes in Gretel Port, sind Dinge, die sind abgeschrieben, was Jesus selbst gesagt hat. Und so ist es, dass Jesus das, ab das steht, das ist, was Jesus selbst sein soll. Und dann haben sie dort abgeschrieben. Und er sagt Jesus das, er fängt es das an, ich bin der reichte Weinstock und mein Vater ist der reichte Weingarten, Weingärtner. So, wir sehen Jesus das, dass Jesus sagt das Salz, und er fängt das Salz an und er sagt, ich bin der reichte Weinstock. Und wenn wir kicken dann, das Reich der Weinstock, dort ist das Center, oder dort ist Jesus Christus von dir. Und heute will haben, dass wir an diesem Weinstock angeprobt sind. Und wir wollen dort wieder hier auch sein. Aber heute einmal klar merken, wer der Reich der Weinstock ist und wer der Weingärtner ist. Und das ist der Führer. Und dann sagt er hier wieder, Vers 2, eine jeder Rang, der wird an mir erst nicht Frucht bringt, der wird wahrgenommen. In eine jeder Rang, der wird die Frucht bringen, der wird gereinigt, dass der mehr Frucht bringt. Hier sei wir einmal klar, dass Jesus sagt, dass eine jeder Rang, der wird nicht Frucht bringen, der wird wahrgenommen werden. Wenn wir mal checken, dann, zum Beispiel, wenn wir diesen Kabel hier anplauen, dann ist das geknacktet, nicht so? Dann ist der Typ geknackt. Wenn wir den einplauen, dann ist der nicht Typ knacken, nicht? Wenn wir den woanders anplauen, dann können wir den hier anplauen und hier anplauen, dann können wir was von hier anbringen. Ja? Das ist ein Plauen, was wir haben, mit dort können wir ihn denken, dann mit dem Draht, dann können wir von hier was hier anbringen. In Wirklichkeit, dort kriegen wir dort vier aus, was wir hier bei haben. Ich meine, ich weiß nicht, es geht dort nicht hier, sondern dass du irgendwo eine Plant dreht, dort wir vier haben. Weil du musst, wo eine Plant drehen, dort wir vier haben. Bloß die Plant, der erste wird auf, die kann wir nicht. Aber was wir wollten dann ist, du hast erst ein Droht, was von der Plant, was hier kommt, und dadurch haben wir vier. So wir sind zu was geconnected. Hier ist es, sagt Jesus, er sagt, hier ist es, in jeder einer, der nicht an Arm geknacktet ist, keine Frucht bringen wird, der wird wahrgenommen werden. So, wenn du nicht bei Jesus bei das Ei geplacht,
wenn wir das würden einfach sein. Wenn du nicht bei Ambas eingeplacht, dann wirst du nicht Frucht bringen. Du wirst erst dort, Gemeinschaft bringt Frucht. Dort meint, du bist bei am eingeplacht und dann bringst du Frucht. Dann hast du Gemeinschaft mit Arm. Und Jesus sagt, wenn wir nicht bei Arm ungeknackt sind, wenn wir nicht bei Arm eingeplacht sind, wenn wir nicht bei Arm ungewaschen sind, sagt er, wenn wir dort nicht sind, dann wird uns wahrgenommen werden. Und wie fängt der Luther, das sagte, und der wird top gesammelt worden, der Aster, und der wird im Vierner geschmitten worden. Aber hier ist es der Dreh, der noch nicht von dort, das ist nicht in Luther, und wir wollen nicht bei denen falsch gehen, würde das sein, nicht? Aber hier sagt er uns dort, dort wenn wir nicht Frucht bringen dann. So für uns ist das von dir einmal wichtig, erstens, bist du an Jesus angeknackt, ja? Bist du an Arm angeknackt? Der zweite Ding ist, bringst du Frucht? Na, was meint Frucht bringen? Was meint das? Was lädt das, wenn wir Frucht bringen dann? Oder was meint das, wenn wir Frucht bringen dann? Er sagt, wenn du nicht das, dann wird die Weiche nun wollen. Das meint, dort, dann bist du nicht an Arm angeknackt, dann bist du nicht von Arm. Wir wollen nur noch ein bisschen wiedergehen, aber ein bisschen zurückkommen. Dann sagt er hier wieder, sagt er, in jeder einer wird bei Arm erst angeknackt, ja, in Frucht bringt, den wird herangehen. Wir können das Herangehen in zwei Wege nehmen. In eine Weich Herangehen ist, er verjäfft uns alle an sie sind. In der zweite Weich Herangehen ist, dort herangeht uns das wie gut dann. Dort meint, dort, wenn du nur einen Fehler merken, dass dann reinigt er die Ware, dann jetzt war er wieder, dann merkst du, war ein Fehler, dann reinigt er die Ware, dann merkt er, war er wieder, dann merkt er die Ware rein. So, er reinigt uns. Wenn wir würden unterweich sein, das ein bisschen praktisch nehmen, dann würden wir das jetzt sein, er aßt uns üt. Ja? Und der Aster wird nicht viel Frucht bringen, dann, der wir rüht. Ja? Sondern wir dann abgegangen haben, die wollten dort, ah, diese Aster, die wollen vielleicht nicht viel Frucht bringen, das später, wenn du das der Aster rüht, dann, und dann werden sie der Aster aufschneiden und dann jaft er bessere Frucht. Dort sagt wir Gott in unserem Leben, dass, wenn wir Dinge haben, was wir Material dann, dann sagt er, wollen wir dort mal rüht aßen, wollen wir dort mal rüht in deinem Leben, wollen wir dort mal rüht. Weil hier ist es das, wenn wir nicht kicken, dann sagt er, wenn wir nicht Frucht bringen, dann wird er uns wahrnehmen, wenn wir Frucht bringen, dann reinigt er uns, um dort wie mehr Frucht bringen soll. Aber das erste Ding, was wir wollen einmal klar merken, ist, wo kann ich an diesem Sturm, an diesem Windstock, an diesem Jesus ungeknackt worden, ja? Wo kann ich an den ungeknackt worden? So, ich sehe, das droht, der hat von einem Ding nun ein anderes Ding, was bringt. Der bringt vier von einem Ding nur ein anderes Ding. So, wenn ich hier angeplacht ist und hier angeplacht, dann kann das Ding, was wir hier angeplacht haben, kann und das ist ein Oxcord, so ein Oxcord, das ist, wo du das Sonido von einem Apparat in einen anderen Apparat bringst. So, das wird das droht der. So, wenn wir hier dann in Gitarre was anplauen, dann hier in Speaker, dann wird das dort überbringen. So ist das, wenn wir in unserem Leben an Jesus angeplacht sind, dann wird Jesus durch uns, er kommt, und wir sind dann am angeplacht, und dann wird er durch uns anfangen zu schaffen, und dort ist, wo wir Frucht bringen dann. Aber weißt du was? Jesus sagt, hier ist das, wenn wir nicht am angeplacht sind, dann kann ich euch Frucht bringen. So das ganz erste Ding, was du und ich machen, klar haben, dort wie wir arm sind, eingeplacht. Und wie können wir am eingeplacht sein? Wie können wir am eingeplacht sein, indem, dass wir am annehmen dann aus unserem persönlichen Heiland, indem, dass wir nur am kommen und wir sehen dort an, wir sind verlorene Sünder und wir freuen am, dass er wird uns reinigen und er wird unsere Sünden vergeben und wir wollen seine Kinder, dann wollen wir am eingeplacht. Wir sagen dann vielleicht, oh, hab ich Jana oder Jana, no, das hat nichts mit Jan zu tun. Das hat bloß mit mir und Gott oder mit dir und Gott zu tun. Das hat mit keinem anderen Menschen zu tun. Bloß zwischen dir und Gott oder zwischen mir und Gott. Aber wenn du dich angeknackt bist,
Dann will der Herr Jesus haben, dass Jesus Frucht bringt. Und hier ist das, fängt wieder das Beispiel von einem Rang, oder können wir sagen, von einem Rang von einem Weinstock. Das ist das Beispiel, was Gott an sie geben hat. Und von einem Weingarten. Dann sagt er, hier ist das, in Vorstreu sagt er, zu seinen Gängen sagt er, gesandt und rein durch das Wort, wird heute entgerät haben. Und dann Vorst Feuer sagt er, believe in me and I can do it. Und das ist, wo wir uns mal einmal sagen, klar mehr an, und das ist das. Dass Jesus sagt, blieb den Arm. Das meint, blieb bei Arm ungeknackt. Blieb in mir in Ecken jünt. Kriegt so aus, der Rang kann keine Frucht bringen von sich selbst, dort er über den Weinstock ohne es. Also, auch die kann von den Salz keine Frucht bringen. So, wenn wir wollen Frucht bringen in unserem Leben, dann brauchen wir, dass wir bei Gott ungeknackt sind, oder bei Jesus ungeknackt sind, weil wir von uns selbst, wie kann ich eine Frucht bringen? Und uns ist das klar. Er sagt, Jesus, ein Weinrang kann auch gleich. Wenn ich nicht einen Sturm ohne esse, dann kann ein schmacker Weinrang einmal sein, die warst, aber so früher, wenn du von Sturm auf hast, dann verweilt dich. Das schafft nicht. Das bringt nicht eine Frucht. Und so kann dir ein Ergebnis nicht. So, niemand will mit dir kicken. Jesus sagt, Jesus, das blieb in mir in Ecken jünt. Hier ist also ein großes Ding, was wir machen kicken, und das ist das. Das ist eine Gemeinschaft. Und jetzt kriegt man eigentlich schon von dem Titel: Gemeinschaft bringt Frucht. Jesus sagt, Jesus, das blieb in mir in Ecken jünt. Das hat mit einer Gemeinschaft zu tun zwischen mir und Gott. Wo ist unsere Gemeinschaft zwischen uns und Gott? Dort meint nicht bloß, dass du bloß beten lässt und dort beten lässt. No. Dort meint, dort betest du und hörst du. Wir tun viel mehr und dort beten, nicht? Wir tun dort viel, wir haben die Beter vielleicht jüdwendig geliert, was auch so ein Fan ist, wir tun auch anders beten. Dort tun wir viel mehr, nicht? Wir beten in dort. Vielleicht jeder Suwissen, jeder Smarius und danach im Dach und das dort. Dort ist ein Fan. Dort wir beten dann. Aber wie viel mehr hüllen wir uns still und wir sagen, Gott, was hast du zu mir zu sein? Wenn das sagt, Jesus, das blieb in mir und ich in Jün, so das hat man zwei Dinge zu tun. Hahn und Herr. Ja? Und so das ist einmal klar, dass Gott will haben, dass wir sagen, in Arm blieben. Und heu in uns. Und heu will in uns ungeknackt sein und heu will haben, wir sagen, bei Arm ungeknackt sein, so dass du darstellen kannst. Und dann kann es eine Frucht bringen. So, nun werden wir uns ein bisschen bekicken. Wort von der Frucht. Wo hat Frucht? Hier so, wenn wir hier kicken dann, in Weinstock, dann würden wir sagen, das ist eine Frucht von Weindrüben. Dann würden wir sagen, das sind so eine Pungels, nicht? Das ist ein Weindrübenpungel. Dort ist die Frucht. Aber wo hat ein Mensch, oder können wir sagen, wo hat ein Christ, seine Frucht, was bei Jesus angeknackt ist. Wo lädt denn seine Frucht? Was ist das für Frucht? Wie kann das sein, dass, das ist bei Jesus angeknackt, oder wie kann das sein, oh, der ist nicht. Wie sein das in der Bibel, das sagt, bei der Frucht, wo wir den Baum erkennen. Ja? Das meint, bei deiner Frucht und bei meiner Frucht, wo ihr mich erkennt. Und wollen die erkennen. So, das ist die Frucht, die wir rausbringen dann. Sieh, die Frucht ist einmal dort, wo du da bist, und dort, wo du dein Leben rauskommst. Dort ist die Frucht. So, was kommt in dein Leben raus? Was zu sein von deinem Leben? Was von der Frucht kommt du raus? Wenn wir kicken dann in Galater 4, Vers 22, du sagst, Paul ist es dead. Sagt er, die Frucht von den Jäs und die erste Frucht, was von den Jäs kommt, können wir sagen, die erste Frucht, was von Gott kommt, oder was von Jesus kommt, wenn wir an Arm geknackt sind. Der erste Frucht, sagt er, du als Läuf. Was ist die erste Frucht? Läuf. So, nun wollen wir ein bisschen kicken. Wo lädt eine Frucht von den Christ in Läuf? Und wir lassen eine Frucht von nicht in Christ in Leuten. Ja. Die Bibel sagt,
Der Christ, was soll der denn? Wenn einer dir in den 1 Uhr klopft, dann der den dreimal drehen, nicht? So die Bibel sagt? Na, die Bibel sagt, wenn einer das hier so tut, dann sollst du eigentlich die andere Hand hält. Das ist eine Frucht von Leib. Okay? Die Bibel sagt, liebet eure Feinde, und damals sagt er, das Witzte, der jeweils den Christen mitwendig kann. Wer weiß, was das sagt, der Nächste? Ja, das sagt mir der Honda. Liebet eure Feinde, tut, ha? Kann ich verstehen. Segnet ihr euch Fluchen? Ja, dort sagt Luther. Ja. Dort sagt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, right? Tut wohl denen, die euch hassen. Ja? Aber weißt du was? Heimel gemerkt, dass diese Frucht Rüte bringt. Weißt du, wir waren alle ein Christen, ja? Aber wenn du einen Feind hast, du sollst den guten Leuven. Heimel gemerkt, dass du bloß ein Sachschwarz Ding. Aber evens haben wir das alle an Kirchismen gelehrt, ne? Haben bloß nicht gewusst, dass wir vielleicht dann in Kirchismen mitwendig lehren sollen. Und dann wieder sagt er, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen und so wieder. Nicht? Aber hier ist es ein größer Ding. Das ist ein von der ersten Frucht, wenn wir und Jesus angeknackt sind. Ja? Wenn du und Jesus angeknackt bist, die erste Frucht, die so rüttkommt, als läuft. Die Bibel sagt uns, wenn du da gleichst, was die gleichen tun, dann bist du nochmal bloß der Weltmenschen gleich. Alright? Aber wenn die da läuft, das, was die Huten dann in die jetzt da läuft, dann hast du ein heichere Stöp genommen aus der Weltmenschen. Wenn du geknackt bist, Jesus sagt, blieb in mir und ich in Jünd, dann soll eine Frucht von Gemeinschaft kommen, erstens zwischen mir und Gott, und zweitens, der durch das war, gibt eine Gemeinschaft zwischen mir und Menschen. Ja? Zwischen mir und Gott, wo Gott in mein Leben schaffen hat. Ja? Und heute fällt mir ab mit seinen Läufen, dort ich kann actually den Feind läufen. Dort ich dort actually kann der. Ist das leicht? No, das ist wenig leicht. Aber das ist wenig. Und denkt dann. Ja? So wir sehen, dass die Bibel sagt uns, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja? Wir sollen da eigentlich gehen nach dem Götzen, der wird dir ein Schlag genommen. Der gehen der Götzen. Das ist eine Frucht. Wie können wir diese Frucht äußern? Wie können wir die Rüte bringen? Wie können wir das tun? Das ist bloß, wenn du die erste Frage, die du hier sagst, blieb in mir und ich in Jünd. Du meinst, dass Jesus in uns ist und wir in ihm. Dann können wir das tun. Ja? Dann würde vielleicht sagen, na, das merkt euch Sinn. Ja, für die Welt merkt das keinen Sinn. Ja, für die Welt merkt das keinen Sinn, dass das dort das wird sein. No, du bist reich. Für die Welt merkt das keinen Sinn. Und weißt du, was mir schuld ist? Dort ist even sogar von der von der Christen merkt das keinen Sinn. Weißt du, die Bibel ist euch abgeschrieben, dort Antwort soll sein mehr. Die Bibel ist abgeschrieben, dort wird gehorsam und dem. Viele Dinge in der Bibel, waren für die nicht sein mehr. Wo wenig? Wenn die Bibel sagt uns, in Jeremia gleich ist es, in Jesaja, du sagst, dass seine Wege sind so viel härter als unsere Wege, das wird gleich alle wenig sein mehr. Aber weißt du was? Das danach kommt dann. Das ist ein geiles Ding. Das danach kommt dann. So Jesus sagt, Jesus, das blieb in mir und ich in Jünd. Und dann sagt er hier wieder, ich bin der reichte Weinstock und die sind der Reben. So Jesus merkt das klar, heute ist der Weinstock und die und ich, wir sind der Ranken. Ja, wir sind der Ranken. Wer in mir bleibt, und ich in Arm, der wird viel Frucht bringen und mich kann. Dann sagt er, der wird viel Frucht bringen
Und ohne mich kann ich nichts tun. So, hier merkt er das einmal ganz klar. Die Gemeinschaft zwischen mir und Gott muss so rücklich durch sein, um, dass wir das können tun. Dass wir diese Frucht können bringen. Na, mir muss man vielleicht denken, na, wo, können wir unsere Säuligkeit verdienen? No. Die können uns nicht die Säuligkeit verdienen. Aber wenn wir am ungeknackt sind, ja, wenn wir am ungeknackt sind, dann werden wir Frucht bringen. Dann werden wir Frucht bringen. Dann werden wir Dinge reich tun. Ja, dann werden wir Frucht bringen, wenn wir am ungeknackt sind. Und willst du wissen, dass ohne uns selbst können wir keine gute Frucht bringen? No. Weißt du, in der letzten Jesaja würde es sein, dass wir sind vor Gott das Schmerkadrum. Auf Englisch sagt das ist filthy rags. Das ist Schmerkadrum. Das ist auch wie vor Gott. Ja? Aber weißt du was? Er hat unser Schmerkadrum reingemerkt. Ja? Er hat uns reingewaschen. Und nachdem, dass wir sein Drehen gewaschen, nicht können wir Frucht bringen. Niemand wird uns ein bisschen fragen. Eigentlich, wenn ein, wie dort immer gehen, wenn wir einen Farsch nehmen, gehen wir dort. Und sagt er, oh ja, wir wollen doch den Farsch, was verbrennen, von verbrennen reden. Der Farsch sagt er, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdornet. Und man sammelt sie, so Mond hat die Taub sammeln, und sie schmiert ein in vier, dort sie machen brennen. So, wenn wir nicht Frucht bringen, denn dort meint er, wir sind nicht bei einem ungeknackt. Und er will überhaupt, dass wir sagen, bei einem ungeknackt sein. Er will so jähren, dass wir sind bei einem ungeknackt. Bleib in mir und ich in Jünd. Aber er sagt, Jesus, das, wenn wir nicht sein, dann wollen wir verbrannt werden. Nun werden wir noch das letzte Part zum Schluss. Warum ist es wichtig, Frucht zu bringen? Warum sollte eine Frucht in uns sein? Paulus sagt, Galater 4, Vers 22, die erste Frucht wie läuft, der zweite ist Fried, und der dritte ist Geduld und so weiter. Freiheit, dann Geduld und so weiter. Paulus sagt, dass in unserem Leben soll diese Frucht rutschen. Der soll rutschen. Und wenn wir hier nicht kicken, dann sind wir dort einmal, dort, wo wir ihn, oder wir wollen uns diese Frau fragen, wo wir ihn erst dort wichtig, dort wie eine Frucht rutschen sollen. Das ist Jesus, das hier sein, der in Vers 8 sagt, er, darin, du bist, was mein Vater geirrt, dort die Frucht bringt, in wohren meine Sine Gänge, oder wohren Sine Gänge. So dass wir Frucht bringen dann in seine Gänge waren. Hier sei wir einmal ganz klar, dass wenn du eine Frucht bringen lässt, der himmlische Vater, der wird geirrt, durch dem, dass du eine Frucht bringen lässt. Er wird geirrt. So wenn du gehört das, dort ans himmlische Vater wird geirrt durch dort. Er wird geirrt. In Wirklichkeit, das ist, wo wir in der Frucht so in unserem Leben sein. Heute sage ich nach einem anderen Ding, was er sagt, dass, wenn wir an einem geknackt sind, dann sagt er, fragt, bet, und ich will ihn geben. Und ich will ihn geben. Vielleicht nicht gerade dort, was wir vielleicht gebet haben, aber er sagt, bet, und ich will ihn geben. So für uns, von der, weil wir uns ein paar Dinge lehren. Und das ist das. Das erste, bring ich Frucht. Was die Frucht bringt, der wir alle. Ja? Wir sind da ein Apfelbaum, der bringt Frucht. Einmal warm, frische Frucht, nicht? Einmal schlechte Apfel. Aber der bringt Frucht. Das ist ja schlechte Apfel, gute Apfel. Der bringt Frucht. Was für eine Frucht bringt dir ein Eich? Haben wir gute Apfel? Oder sind das schlechte Apfel? Frucht bringt dir wie alle. Eine Weiche, der andere Weiche. Bring wie eine Frucht, was dem Herrn, was den Herrn ehren hat. Dass Jesus geirrt wird. Bring wie seine Frucht aus dort. Jesus will haben, dass du ein Eich sagen, seine Frucht bringt, wo er ihr kriegt. Wie der nicht Frucht bringt, um uns die Seligkeit verdienen. No,
dass die Frucht ist, weil sie an Arm angeknackt sind, du wein kommt diese Frucht rät. Ja, dann kommt die Frucht rät. Und weißt du was? In dir und ich, wir können Arm gehen und beten und freuen und heu wollen uns geben. Das ist das ganz Beste von alles, was dort ist, wenn wir in Jesus sind. Gut, wenn wir noch beten und dann gehen wir wieder. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, wir danken dir für deine große Leute. Wir danken dir, dass du der Weinstock bist und dass wir die Ranken sind. Ich bete, dass wir uns ans halten, dass wir können wirklich an dir ungeprobt sein und ungeknackt sein und dass wir können gute Frucht bringen und viel Frucht bringen. In Jesu Namen. Amen.